Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Hoffentlich schmiert mir diesmal die Soundfile nicht ab. Also meine Stimme besser gesagt. Weil ich bin grottig in Post-Commentary und ja, was nicht sein muss, muss nicht sein, wa? So, der Dicke hier beschützt ein paar Sachen. Ein paar Waffen und so. Von dem wollt ihr euch möglichst nicht treffen lassen und vor allem nicht greifen lassen. Aber ihr könnt sein Bein zerstören. Aber ja, komm. Diese scheiß Steinattacke, ne? So, jetzt lass mich dich platt machen hier, aber richtig. Oder auch nicht. So, darf ich jetzt? Danke. Ach, mit deinem Schweifschlag kannst du auch. Das ist aber schön, dass ich das auch mal weiß. So, jetzt komm. Nicht so nah dran stehen, mein Freund. So, und damit habt ihr sein Bein zerstört. Das andere wird auch noch folgen. Ja, jetzt kriecht er hier nur noch rum. Kann euch zu einem noch angreifen, kann auch noch seine Steine spucken, aber ihr könnt ihn jetzt auch frontstaben. Wenn ich den denn mal fucking sehen würde. Ja komm, krabbel mal ein bisschen näher ran hier. So, friss. Jetzt kann er euch auch nicht mehr greifen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, leichte Beute, ne? So, dafür kriegen wir seine Seele. Daraus können wir uns, was können wir uns daraus machen? Eine Pyromantie. Diese Steine, die er da spuckt, die können wir uns daraus machen. Oder Havels Ring. Und dreimal dürft ihr raten, was ich mir machen werde. So. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein bisschen was zu erkunden. Und dafür müssen wir hier runter. Ja, wenn ich nicht an irgendwelchen Steinen hängen bleiben würde. Kurz springen. Ja, stimmt. Kann man hier runter. Er nimmt eine Winzigkeit Schaden, aber meine Fresse. So. Können wir uns jetzt hier... Es sind hier zwei Kristallechsen. Die eine ist schon am Abhauen. Dich kriege ich. Friss. So. Und die andere ist hier drüben. Wie gesagt, Sprungangriff. Dann fallen sie oben. Sehr einfach. Sehr schnell. So, hier finden wir Blitzspeer. Ein Witz, wirklich ein Witz diesmal. Also ich habe auf einem Kleriker, habe ich das Ding mal benutzt. Auf einem anderen Kleriker. Das war, wow, das war wirklich armselig, der Schaden. Ich habe, was habe ich gemacht? Mit einer Waffe, die ich auf Plus... Ich hatte eine Waffe, die war auf plus eine Waffe, ein Talisman. Ja, kommt doch alle auf einmal. So, komm. Hier. Komm, bei Fuß. Ja, Fall von der Klippe, komm. Ach man, geht mir doch nicht auf den... Sag mal. Wow. Der nächste, der dran glaubt, friss. Und du bist auch noch einer. So, tschüss. Meine Herren, geht mir auf den Keks, Leute.
Backstab. Tschüss. Wow. Gut. Haben wir das auch erledigt? So, nachdem ihr hier ein paar Items abgegriffen habt, könnt ihr hier wieder runter. Schön vorsichtig sein. Wollen ja nicht drauf gehen. So. Oh, Entschuldigung. Wollen ja nicht drauf gehen. Und ja, wir haben, was wir wollten. Und ja, wir gehen jetzt zurück zum Feuerbandschrein, würde ich mal sagen. Ganz kurz. Und ja, was können wir da machen? Wir können das mal ein bisschen leveln, mal wieder. Das wäre mal wieder schön. Noch so ein paar andere Kleinigkeiten können wir auch noch machen. Items abgeben, die Asche abgeben und so weiter, ne? Dann machen wir das gerade mal. So. Sehr gut. Ja, ich habe keine Ahnung, was da in der letzten Folge passiert ist, aber mein Audio war nicht vorhanden, also meine Stimme besser gesagt. Ich nehme ja mit der Elgato Game Capture Karte auf und die nimmt gleichzeitig Video, also ja, wie ich hier halt spiele, ne? Was ihr halt so seht, nimmt das auf. Und du kannst halt gleichzeitig noch ein Mikrofon anschließen. Und dieses Mikrofon, ja, im Normalfall nimmt es das auch auf. Ich weiß jetzt nicht, was letzte Folge passiert ist, aber ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert, weil wenn ich es vermeiden kann, will ich keinen Post-Commentary machen. Weil ich finde Post-Commentary doof und da bin ich nicht so gut drin und bla, blub, ne? Muss nicht sein, sagen wir es so. So. Kloppen wir uns die noch rein. Sehr gut. Hallo. So. Warte, wie viele Level sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Ich sag grad mal sagen, hier 1, 2 und ja, komm, Vitalität, so. Farewell, Ashen Maiden. Jo. Gut. Gehen wir mal hier hoch zu unseren Kollegen. Sagen hallo. Aha, thou art returned, and a fine day it is. Naja. So, happened upon any twisted souls? Ja, ganz zufällig habe ich das geschafft. Und zwar hier, Felsbrockenhagel, aber der Zauber hat irgendwie kaum Reichweite, wenn ich das mitbekommen habe. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie benutzt. Havels Ring. So. Gut. Now, now. Den rüsten wir uns auch gleich mal aus. So. Jetzt können wir mehr Zeug mit uns rumschleppen. Also, beziehungsweise jetzt können wir mehr Zeug anziehen. Bisschen schwere Rüstung und sowas. So. Na, ja, das kann man so lassen. Okay. Gut. Eine Seele habe ich ja noch, die werde ich jetzt auch benutzen. So. Können wir der Alten hier die Asche geben? Die hat dazu, wie gesagt, einen besonderen Dialog. Und ja, deswegen halte ich mal kurz die Klappe, wa? Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. So, ihr könnt jetzt hier sagen, was Sache ist, oder halt nicht. Ich habe ihr bis jetzt immer gesagt, wo ich die gefunden habe, und es ist nie irgendwas passiert, also. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es. Wenn ja, sagt mir Bescheid, aber ich werde dir sagen, wo ich sie gefunden habe. Oh, yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Tja. Seine Träume zu verfolgen ist im Normalfall nichts Falsches, ne? So, damit können wir uns jetzt hier kleine Titanitscherben kaufen.
Ein paar neue Waffen hat sie bekommen, glaube ich. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, wa? So, davon brauchen wir aber nichts. Wirklich. Gerade. So. Ashen One. Jupp. Andre, mein Freund. Ah, well, just good to see what needs. Was muss verstärkt werden? Ja. Ein Claymore. Hier, plus 4 bitte. Sehr geil. Sehr schön. Pretty, be careful, I don't want. Pretty, be careful. Tja. So, dann haben wir hier soweit alles erledigt. Sind nochmal ein bisschen gelevelt. Ne? Haben alles abgegeben, was wir abzugeben hatten. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz zur Kapelle der Läuterung. Ich hätte auch gerade nochmal nach was gucken können, aber machen wir danach, machen wir danach. Oder in der nächsten Folge, eins von beiden. So. Wir haben hier Patches getroffen. Und haben von ihm die Zwiebelritterrüstung gekauft. Von der Sau, der Klauze, und wir kaufen sie. Er ist der Hehler. Na? Aber wie dem auch sei, eigentlich müssten wir jetzt unseren Freund wieder treffen. Onion Bro. Was heißt wieder treffen? Wir hören ihn. Und das ist so ziemlich alles, was passiert. Sehr schön. Ach, da ist er ja. Hallo. Anyone there? Anyone at all? Ja, wir sind's. Habe ich denn so eine komplette Rüstung? Also Kopf, Brust, Arm, Bein. Okay. Reden. Oh. Oh. I know that voice. Just how long has it been? It's me, Siegfried of Katarina. I'm loath to admit it, but I've been had. Mal wieder. Someone's swiped my armor. Did you happen to see it anywhere? Ach, du meinst die hier? Oh, my armor. My deepest gratitude. I'm Siegfried of Katarina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Das will ich sehen. Until we meet again, comrade. Ist klar, wa? Aber was ich nicht verstehe, wie hilft dir die Rüstung, die so mega fett ist, aus dem Brunnen rauszukommen, der sowieso schon recht schmal zu sein scheint. Na, ich frag mich nach. No need to worry about me. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, my good friend. So, haben wir das auch erledigt. Damit haben wir die Questreihe von Siegward vorangetrieben. Und das nächste Mal treffen wir ihn in Irithyll. Da kommen wir aber erst noch hin. Das dauert noch ein paar Folgen. Möchte ich mal behaupten. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich kurz zum Feuerbandschrein gehen. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir schnell. Denn rein theoretisch müsste Patches da jetzt auch sein, die Sau, die uns zum zweiten Mal versucht, in die Irre zu führen. Beziehungsweise das zweite Mal versucht, uns umzulegen, wenn man es genau nimmt. Und ja, ne? Finden wir natürlich nicht ganz so cool. Aber mal schauen, ob der da jetzt ist oder nicht. Das interessiert mich nämlich gerade. Also Patches wird hier oben sein, wenn ihr ihn so gesehen freigeschaltet habt, wenn ihr so wollt. Erstmal hier die Nebelwand abwarten. So, sehr gut.
Dann einen Riesenbaumsamen abholen. Oh, da fällt mir gerade mal ein. Verkauft Greyrat denn jetzt eine Blitzurne? Wenn ja, würde ich davon gerne eine kaufen. Ich brauche gerade nur eine. Feuerbomben, habe ich da noch welche? Naja, haben wir. Oh, hand in one. So, verkaufst du? Ja, tust du. Sehr geil. Ja, damit. Gut. Goodbye. Eine Blitzurne und ein Schild hätte ich auch noch gerne. Das kriegen wir hier. Irgendwo. Ja, das große Lederschild, das nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Da, da komm. So. Gut, dann einmal mehr nach oben. Die Leiter habe ich sogar runtergefahren. Das ist ja vorzüglich, möchte man sagen. So, gehen wir nochmal kurz mit den Krähen tauschen, wenn wir schon hier sind. Ja, ich weiß, wer ihr seid. So, dann droppen wir erstmal das hier. So, okay, schwarze Feuerbombe habe ich wohl schon abgegeben. Für die Blitzurne kriegen wir den Eisenhelm. Die werde ich auch schon abgegeben haben. Ja. Okay. Die Blitzurne haben wir abgegeben. Banne der Wirbelsäule kann man auch abgeben. Dafür kriegen wir Lukatils Maske. Riesenbaumsamen kann man auch abgeben. Dafür kriegen wir die Eisengamaschen. Und damit müssen wir jetzt, glaube ich, die komplette Rüstung zusammen haben. Was schon mal ultra geil ist. So, dann geben wir jetzt noch das Schild ab. Hier. Großer Lederschild. Ablegen, ja. Pam-pam. Dafür kriegen wir einmal Funkeltitanit. Und ich glaube, ich habe sonst nichts mehr zum Abgeben. Nee, sieht nicht. Halt. Aha. Siehst doch. So, nochmal Funkeltitanit. Sehr geil. Gut. Haben wir mit den Krähen mal wieder ein bisschen getauscht. Und jetzt schauen wir mal, ob Patches uns verarschen will oder nicht. So, dafür müssen wir hier hoch. Und da drüben in den Turm rein. Dann müssen wir mit dem Aufzug zuerst hoch. Ach, was? So. Okay, mal schauen, was passiert. Ob wir was hören. Yep, das war die Tür, die zugeht. Jetzt fahren wir wieder runter. Die Feuerhüterseele haben wir ja schon. Und dann unterhalten wir uns mal mit unserem guten Freund, wa? Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Ja, lacht ihn in den Keks. Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream. Right. Das Schlimme ist, das macht sogar Sinn. Weil der Turm hier ist so gesehen ja eine Ruhestätte für Feuerhüter. Und bis jetzt gab es nur weibliche Feuerhüter. Deswegen, ja. Du hast einen kranken Sinn für Humor. Gefällt mir. Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Tja, ich glaube, das war sein kompletter Dialog. Oh, ja. But you're... So.
Jetzt müssen wir hier runterspringen. Und ich versuch's mal auf die Art, die mir empfohlen wurde. Nico, wenn das nicht klappt, kriegst du eine von mir. Okay? Weißt du Bescheid? Ja, das habe ich mir gedacht. Nico, du kriegst eine von mir. Ich bin ehrlich, der Sprung ist im Allgemeinen auch echt scheiße. Also ja, ihr könnt auf der anderen Seite runterspringen. Da ist es einfacher, auf den Särgen nochmal zu landen. Und um einiges einfacher. Also wirklich um einiges. Aber es ist nicht so pralle, weil da gibt es halt nur ein Item, auf der anderen Seite gibt es zwei. So, jetzt bist du hier auch da. Hello again. I have since heard a great deal about you. Ah, du bist wieder da, okay. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Werde ich machen. Blessing of the moon upon your journey. So, dafür kriegen wir jetzt die Finstermond-Treue. Und die hat auch eine Questline, die kenne ich aber so ziemlich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie einmal Hilfe von uns sogar braucht. Was ich recht interessant finde. Aber ja, ne? Das Patch ist jetzt hier? Ja, jetzt ist der hier. So, also ihr könnt entweder sterben oder halt den Sprung schaffen. Patches verzieht sich dann hierher. Und hier wird er im Normalfall auch bleiben. Ah, okay. You're alive. Nein, ich bin tot. Now, hold your horses. Momentan. Let's have a nice talk about this. Ich bin untot. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it though. Not one bit. You get these urges. Running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Na, ich hab grad auch so einen Trieb. Den Trieb, mein Schwert in deinem Arsch zu versenken, aber... Komm, lassen wir's. Wir vergeben ihm nicht, dafür kriegen wir eine rostige Goldmünze und er wird trotzdem unser Händler, also von dem her. Oh, for heaven's sake, no need to jest with a face like that. You're still alive, and I'm here groveling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper, huh? So, rostige Goldmünze, sehr geil. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Ja, und Patches wird jetzt hier halt unser Händler. So, natürlich haben wir keine Seelen, mit denen wir irgendwas kaufen können. Ich verscherbe mal irgendwas. Ich behalte mal eins. So, dann kaufe ich noch was, dass er nicht sauer auf mich ist. Freunde, sagt mir mal Bescheid. Hab ich bei den Krähen schon mal Köderschädel abgegeben? Wenn ja, schreibt mir das bitte. Wenn nicht, dann werde ich das noch nachholen. Thanks, good compere. Tja, so, Drecksack. So, dann gehen wir da jetzt nochmal hoch. Dann geht's in der Folge halt noch nicht zum Boss. Dafür haben wir Siegwards Questline vorangetrieben. Patches Questline soweit fertig gemacht. Es gibt zwar noch eine Kleinigkeit mit Patches, aber die habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Ich weiß, dass sie existiert, sagen wir es so. Aber ich weiß nicht, was der Trigger dafür ist. Ich glaube erst, wenn Greyrat das zweite Mal sich verzieht. Nee. So. Ich versuch's nochmal auf die Art. Es ist gerade echt scheiße, sich so zu positionieren. Naja, hoffen wir aufs Beste. Na, schon wieder der gleiche Scheiß. Sehr gut. Na, tschüss. Ja, Nico, es hat zweimal nicht geklappt. Jetzt kriegst du auf jeden Fall eine. Gut. Ich würde sagen, einmal probieren wir es noch und dann beenden wir die Folge.
Quite a pickle indeed. Naja. Auf ein neues! Geronimo! Nee. So, jetzt komm mal hier. Komm, mach auf. Lass mich durch, Mann! Ich hab keine Zeit. Geht doch. So. Ja, es ist doch so schön. Ne? Alle guten Dinge sind drei. Probieren wir es nochmal. So, diesmal probiere ich es mit Springen. Yep. Es hat genauso gut funktioniert. Ja, Mensch, ich bin ja begeistert. Es funktioniert alles so, wie es soll. Wow. Okay. Ich will das jetzt schaffen. Und wenn die Folge 3 Stunden lang ist. Und nochmal. Diesmal versuche ich es mit Rollen. Wenn das wieder nicht klappt, ja, dann habe ich keine Ahnung. Ihr habt ja gesehen, dieses Item liegt auf einer Kante. Und ich muss auf der Kante drunter landen, die direkt drunter ist. Und das ist so klein. Ja, ne? Das ist dumm und eklig und muss nicht sein und... Ich will da eine größere Kante. Größere Kante 2016, so. Nochmal schauen. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ey, das läuft ja vorzüglich, läuft das. Also, Clowny, du siehst, ich habe die gleichen Probleme. Gut, du schaust mir nicht zu. Aber ich habe die gleichen Probleme, da hast du einen Beweis. So. La-di-da. Ich weiß nicht, ob es was ändert, wenn ich mich ausziehe. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht. Aber wer weiß. So, ja, lassen wir den an. So. Jetzt gehen wir da als Beef Jerky mal hin. Ich rüste mir vielleicht mal einen Dolch aus, dass ich eine Plunging Attack machen kann. So. Gut. Jetzt nochmal. Ha, das hat funktioniert. Sehr geil. So, Vollhüterrobe. Einmal geheilt. Ihr seht, wie schmal die Kante ist. Ich passe hier gerade drauf, ne? Aber gerade so. Das ist so dumm und eklig gemacht. Also, das hätte denen nichts geschadet, wenn die den Stein oder den Sarg, auf dem ich da gerade stehe, was weiß ich, 30 cm weiter nach vorne gepackt hätten, ne? Naja. So. Gut, wir haben es geschafft. Ach, den Estus-Ring haben wir ja schon. Sehr gut. Gut. Freunde. Dann ziehe ich mich mal schnell wieder an hier. Den Schild sollte ich vielleicht auch mal aufrüsten. Oder wir spielen mit dem Schild der Schwarzen Ritters. Das geht natürlich auch. Havels, nee, nicht der. So, Clown T. Und
Feuer schadet nicht beim nächsten Boss. So, Luca hier als Maske. Die Ritterrüstung habe ich noch nicht, schade. Die gefällt mir nämlich echt gut so. Nee. So? Nee. Dann doch eher so. Okay. Dornenstulpen. Und... dann nehmen wir die. So. Alles klar. Passt doch. Jupp. Das gefällt mir. So, dann teleportiere. Nein, ich teleportiere mich noch nicht. Ich verabschiede mich hier, Freunde. Du. Ich setze mich hier kurz hin. So, sehr gut. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Ich wollte nur, dass du aufstehst. Habe ich den heiligen Folianten nicht auch schon? Foliant des großen Sumpfes. Foliant des Abgrunds. Ich glaube, den habe ich ja schon gegeben. Naja, gut. Aber bevor wir es vergessen, für die Zauberer war sehr wichtig, wie ich gesagt habe, die Schriftrollen. Die gebe ich in der nächsten Folge direkt ab, weil wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Die müsst ihr hier einfach dem Kollegen geben. Der sagt euch dann noch ein bisschen was dazu. Dann passt die Sache. Das mache ich in der nächsten Folge, dass ihr das seht. Und ihr seid dann auch erstmal sicher. Weil wenn ihr dem keine Schriftrollen bringen würdet, bevor ihr den ersten Aschefürsten legt, also den nächsten Boss, den wir jetzt machen, wäre der weg. Also der würde dann einfach gehen. Und ihr könntet keine Zauberei mehr bei ihm lernen. Und er ist der, ich glaube, er ist der Einzige, bei dem ihr die Folianten bzw. die Schriftrollen abgeben könnt, um stärkere Zauber und so zu lernen. Deswegen sehr praktisch, sich den zu behalten, ne? Ihr wisst Bescheid. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin, stay frosty, stay awesome, bis zum nächsten Mal und ciao. Oh, whoops. Welcome home, Ashen. Speak thine. Farewell, Ashen. May the flame. Okay, ich hab dir gerade ein Schwert durch die Schädeldecke gejagt und das juckt dich nicht. Das finde ich gut. Gut. Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.